Jo Leute, am Start hier Cube mit dem wahrscheinlich heiß ersehnten Video zur PlayStation 5. Viele von euch haben mir in den DMs geschrieben und in den Kommentaren, was jetzt eigentlich los ist. Bekommt man vor Weihnachten nochmal eine Konsole? Hat man eine Chance? Wann ist die vierte Welle? Was ist mit Mediamarkt und Saturn los, wo ich ja schon mal ein gesondertes Update-Video zugemacht habe? Und da nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Sämtliche Quellen bei mir sind offizielle Aussagen. Bedeutet, alle Quellen sind unten in der Videobeschreibung verlinkt und sind auch immer wieder als Screenshots im Hintergrund zu sehen. Ich beziehe mich niemals auf Gerüchte oder Mitarbeitergespräche. Alles, was ich an euch rausgebe, sind offizielle Informationen, mit denen man durchaus rechnen kann. Diese Informationen können sich natürlich durchaus ändern, aber ihr könnt bei mir alles nachlesen und auch selber, wenn ihr möchtet, nochmal alles nachprüfen. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, dieser Kanal, dieses News-Ticker-Format, was ihr gerade seht, ist natürlich ein Hauptbestandteil dieses Kanals und wird auch die komplette Zeit der PlayStation 5 über mit diesem Kanal verbunden sein, keine Frage. Dennoch bringe ich natürlich auch Gaming-Livestreams und alles rund ums Gaming und natürlich dann auch ab Mitte Dezember, wenn hoffentlich meine PlayStation 5 da ist, auch PlayStation 5 Content. Es wäre super geil, wenn ihr auch da mal vorbeischauen könntet und diesen Kanal vielleicht kostenlos abonniert oder auch mein Instagram, wo ich jederzeit, sobald ich etwas zur PlayStation 5 herausfinde, sofort an euch weiterleite, gerade wenn es Informationen sind, die eben nicht in ein langes Video passen, weil die Informationen sofort an euch raus müssen, dann gerne Instagram unten in der Videobeschreibung kostenlos abonnieren, denn zum Beispiel, wie jetzt gleich im Video erwähnt, wenn es nochmal eine kleine Mini-Vorbestellerwelle geben sollte und sich uhrzeitmäßig was ergibt, dann wird das sofort bei mir auf Instagram in die Story gepostet und ihr seht es sofort und könnt auch damit sofort damit arbeiten und reagieren. Jetzt geht das Video dann richtig los. So, kommen wir also zum Inhalt dieses Videos. Unter anderem wird es nochmal eine Vorbestellerwelle geben. Wann ist die vierte Welle? Habe ich eine Chance, dieses Jahr noch eine PlayStation 5 vor Weihnachten zu bekommen? Die Saturn und Mediamarkt-Problematik sprechen wir nochmal kurz an. Die dutzenden Stornierungen, die Aussagen von Sony und. Ihr merkt schon, es ist wirklich ein Fest. Es ist absolutes Chaos. Fangen wir erstmal am Anfang an. Es war also der 19.11. Release Day der PlayStation 5, ein absoluter Albtraum. Wer hätte denken können, dass tatsächlich die dritte Welle an Scheißigkeit die erste und zweite Welle nochmal übertrifft. Viele von euch haben mir geschrieben, dass sie nicht mal eine PlayStation 5 gesehen haben, die sie hätten in den Einkaufswagen tun können, da die Seiten sowieso dauergecrashed waren. Die einzige Seite, die tatsächlich einigermaßen standgehalten hat, war Otto. Nur leider musste Otto am nächsten Tag eine öffentliche Entschuldigung rausgeben, weil sie so viele storniert haben, dass es fast schon unmenschlich war. Jeder, der im 24-Stunden-Stream dabei war, mit zur Spitze 1500 Zuschauern, dafür nochmal ein riesengroßes Dankeschön. So viele haben mir geschrieben, ja, wir haben es geschafft, Dankeschön, Dankeschön. Und dann am nächsten Tag, es wurde alles storniert, weil Otto eben nicht Herr der Lage wurde. Natürlich ging es nicht nur Otto so, auch jedem anderen Laden so. Bei Otto war es allerdings schon sehr auffällig, was die Stornierungen im Nachhinein anging. Sehr, sehr traurige Sache. Saturn Media Markt, ich habe erst ein Mini-Update-Video gemacht. Das ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Hier nochmal die geupdatete Version. Ja, in den nächsten Tagen wird es immer wieder zu Auslieferungen kommen. Der Großteil hingegen, der allerdings immer noch kein offizielles Statement erhalten hat, da ist es eben immer noch so, dass Ende November, am 27. 28. November sagt man ungefähr, werden die beiden Tech-Giganten beliefert von Sony und in der ersten und zweiten Dezemberwoche wird das dann an die Kunden weitergegeben. Das ist sehr, sehr ärgerlich für euch, gerade die dafür teures Geld bezahlt haben, schon in der zweiten Welle bestellt haben, jetzt ihre Konsole nach denen bekommen, die es zur dritten Welle bekommen haben, im schlimmsten Fall vielleicht sogar komplett leer ausgehen, weil sich die Logistik verkalkuliert hat. Ich möchte mir das gar nicht vorstellen, haltet mich da gerne auf dem Laufenden, wenn ihr betroffen seid, eure Meinung auch dazu in die Kommentare, wie sowas überhaupt passieren kann. Das ist mir ein Rätsel, warum auch Mediamarkt und Saturn keine offiziellen Statements mehr rausholt. Ich meine, ja, die haben ein Statement rausgehauen, aber viel allgemeiner hätte man es halt nicht halten können. Das hat keinem Kunden der Welt geholfen. Darum, wie gesagt, kann ich mein letztes Video nochmal empfehlen. Ist unten in der Videobeschreibung. Verlinkt, meine Freunde. Es ist halt, was soll ich euch sagen? Das Chaos, alles, es ist halt absolut zum Kotzen. Darum kommen wir zu etwas immer noch nicht so ganz Erfreulichem, aber es ist wahrscheinlich die letzte Hoffnung, die ihr habt. Aber kommen wir erstmal zur vierten Welle. Die vierte Welle, die wurde so oft angesprochen, es wurde so oft danach gefragt, Cube, wann gibt's die im Laden, wann ist die vierte Welle, wann kann ich vorbestellen, geht das noch dieses Jahr? Und wahnsinnig viele Nachrichten einfach. Und schlussendlich muss man sagen, es gibt keinerlei Informationen dazu. Sony hat jetzt gesagt, jede einzelne Konsole ist restlos ausverkauft. Sony hat alles verkauft, was sie bis hierhin produziert haben. Bedeutet für mich, dass es dieses Jahr keine weitere Vorbestellerwelle geben wird, sondern frühestens im Januar 2021 kann man wahrscheinlich das Ding wieder vorbestellen, dass man sie es im Februar 2021 dann ausgeliefert bekommt. Vielleicht bei Amazon wieder mit Expresslieferung, habt ihr vielleicht Glück, wie jetzt in der dritten Welle, dass man eben schon nach 2-3 Tagen beliefert wird. Darauf würde ich mich aber auch nicht verlassen. Aber realistisch gesehen erst wieder Anfang 2021. Dennoch, verzaget nicht, meine Freunde.
Ich habe sehr viele unabhängige Nachrichten bekommen. Allerdings das hier muss ich als Gerücht kennzeichnen, denn es ist kein offizielles Statement. Es geht um Amazon. Ich habe allerdings mehrere Nachrichten, DMs auf Insta. Hier ein kurzer Einschub. Ich habe wohl jetzt auch gelesen bzw. gehört, dass Amazon Help auf Twitter wohl gepostet hat, dass man auch in den nächsten Tagen ihre Seite im Auge behalten soll. Allerdings auch ohne Tages- und Zeitangabe. Es deutet also doch mehr darauf hin, dass daran was dran ist, vielleicht mehr als ich bisher dachte. Also es lohnt sich auf jeden Fall in den nächsten Tagen bei Amazon vorbeizuschauen und auf die PS5 zu geiern. Allerdings hier, wie gesagt, es gibt weder einen Tag noch eine Uhrzeitangabe. Darum die Gerüchte sagen ja den 27. und 29. November. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Oder Kommentare erhalten, dass wohl Amazon in den nächsten Tagen eine Mini-Vorbestellerwelle nochmal raushauen wird. Ob die das offiziell ankündigen, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie gesagt, es ist ja kein offizielles Statement von denen, sondern nur Aussagen von Zuschauern, die wohl mit Mitarbeitern geschrieben oder telefoniert haben. Dabei haben sich zwei Tage rauskristallisiert, und zwar der 27. und 29. November diesen Jahres, an dem wohl eventuell vereinzelt noch Konsolen an die Kundschaft rausgehen sollen. Denn Amazon ist wohl so zusammengekracht, dass die ihr komplettes Kontingent nicht verkaufen konnten oder freigegeben haben und aufgrund auch der Stornierung schlussendlich nochmal Konsolen frei geworden sind, die jetzt eben nochmal rausgehauen werden. Das ist allerdings nur ein für mich Gerücht. Ich habe es ja am Anfang des Videos erwähnt, Mitarbeiter-Aussagen erwähne ich zwar in meinen Videos, aber ich muss sie halt als Gerücht kennzeichnen, denn es ist keine offizielle Information, die man jetzt so nachlesen kann. Es ist aber wohl in nächster Zeit die realistischste Chance für euch, an eine PlayStation 5 zu kommen. Ich würde euch gern was anderes mitteilen, aber schlussendlich kann ich es leider nicht. Das ist eure letzte realistische Chance, dieses Jahr zu Weihnachten eine PlayStation 5 zu bekommen. Sollte sich das bewahrheiten, denn sonst ist jede PlayStation restlos ausverkauft, meine Freunde. So, Freunde, und jetzt seid ihr gefragt. Schreibt mir mal eure Meinung zu dem ganzen Chaos in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich gerne bei Insta an oder fragt einfach hier in den Kommentaren. Sollten sich mehrere Fragen einheitlich rauskristallisieren, dann werde ich die auch nochmal in einem separaten Video bearbeiten. Wie gesagt, nochmal der Hinweis in eigener Sache, dass ich auch live streame und auch sehr viel Let's Play bzw. Gameplays hochlade etc. Wäre auch mega geil von euch, wenn ihr das mal abchecken könntet. Außerdem freue ich mich über jedes kostenlose Abo oder auch über jede Bewertung und jeden Kommentar. Danke, dass ihr das gerade so krass supportet, der Kanal geht gerade wirklich durch die Decke. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, schreibt mir bei Insta eure Fragen. Wenn welche offen geblieben sind, dann kommen die. Und sonst sehen wir uns hoffentlich in einem nächsten Gameplay-Livestream, in irgendwelchen Games, wo wir vielleicht sogar zusammen zocken können. Sei das Among Us, sei das COD, FIFA, was auch immer ihr gerne zocken wollt. Schreibt mich dann da auch gerne dahingehend gerne an. TwinScoop könnt ihr einfach adden auf der PlayStation. Genauso geschrieben wie dieser Kanal. Ja, ich würde sagen, das war's dann für das Video. Wie gesagt, eure Meinung mit allem drum und dran gerne in die Kommentare. Bis dahin, Freunde, wir sehen uns dann hoffentlich aller spätestens zum nächsten Montag im nächsten Next-Video und allerbestens sogar in einem Livestream diese Woche oder in einem Gameplay-Video, Phasmophobia etc. Bis dahin, ciao, euer Cube.